Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir wieder ein paar Edelsteine eingesackt in dieser dunklen Stage, ja, ich glaube, das war die, ja, das war nervig. Und die Sachen, die ich offscreen gemacht habe, waren auch nervig. So, der Stand ist gerade 97%, 40 Gems, mir fehlen noch zwei und ich weiß sogar, wo die sich alle befinden. Ja, erstmal holen wir uns natürlich den Secret Room, von dem ich jetzt auch herausgefunden habe, wo der ist. Halleluja. Und ja, da allein drauf gekommen wäre, weiß ich nicht. Habe ich nachgeguckt. Tut mir leid. Aber wir sind ja langsam hier am Endspurt des Spiels angekommen. Ich glaube, heute werde ich das vielleicht auch beenden können. Also zwei, drei Folgen oder so. Aber weiß, wie lange das dauert. Und ja, dann war es das schon wieder mit dem Projekt. Und Crash Bandicoot 3 kommt natürlich danach. Sehr schön. Und darauf freue ich mich echt schon. Weil ich habe irgendwie gehört, der analog soll da wieder funktionieren, was ich total gut finden würde. Aber naja, habe ich ja nur gehört. Mal gucken. Ich glaube, das ist hier. Aber mal gucken. So, pasch. War unnötig knapp schon wieder. So, ich tue jetzt mal nicht viel erklären, die Welt sehen. Au! Könnt ihr eigentlich alle töten, dann kriege ich wieder ein paar Wupperpulsch, aber lass mal das. Das war knapp. Das auch. Ja, gehen wir mal hier durch. Ich brauche ein paar Leben. Oh, Leben, gut. Ah, doch, knapp. Kein Mist, Mann. Ja, ich glaube, da oben waren wieder ein paar Leben, aber egal. Kisten brauche ich ja nicht. Ich habe alle Kistenähnliche, ja, hat man schon gesehen. Kistenähnliche. Brauche ich nicht mal ansprechen. Weil Kistenähnliche Gems schon mal. Und ich würde mal sagen, der Dingens. Dieser Geheimgang wird uns nach Road to Ruins bringen. Weil da fehlt uns auch noch eins. Und ja, da komme ich irgendwie nicht hin. Deswegen glaube ich, dass wir da hinkommen werden. Aber mal sehen. Ich suche immer noch diesen Ort, den ich gesehen habe. Aber scheint nicht so zu sein. Da ist er gesehen. Aber naja, werdet ihr ja sehen. Also glaube ich, ich bin falsch. Man ist halt echt so weit am Ende. Geh weg. So. Road to Ruin werden wir heute wahrscheinlich noch schaffen. Falls uns das dahin bringt, ich nehme mal sehr stark an, dass das ist. So, da ist er. Danke. Ah, sehr gut. Also von allen vier. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem fast alle Viecher getötet, außer da. So, Road to Ruin. Speichern wir immer. Ich muss jetzt, glaube ich, da ich hier schon entdeckt habe, schon wieder ein Prozent oder so dazu bekommen haben, ne? 98, okay. Ich glaube, ja, hinkommen noch zwei Gems fehlen. 100%. Na, Road to Ruin ist sogar. Gehen wir mal rein. Müssen wir ja eigentlich am Anfang rauskommen. Das ist ja chillig. Da müssen wir alle Kisten noch platt kriegen. So. Verdächtig. Okay. Noch nicht. Oh, geil. Ma, was? Ah, TNT drunter. Wie könnt ihr es wagen? Also so eine TNT-Box. Ja, und bisher bin ich gekommen. So durch krasse Sprünge, aber weiter konnte ich nicht.
Ach, meine Schuhe wurden verbannt. Ich hätte gerne einen Akku, der wäre jetzt richtig toll. Ah. Kaputt. So. So. Müssen wir in die Mitte. Und er ist aber hier am Anfang. Ich glaube nicht, dass hier unten noch irgendwas war, aber ich guck mal. So. Da müssen wir noch die Level jetzt schaffen. Das ist aber ein Klacks, ne? So. Oh, ich dachte schon. So, her damit. Wenn wir ich brauchen. Guck mich nicht so an, Mann. Geh weg! Oh, ein Checkpoint, sehr schön. Jetzt nur die Level schaffen. Ich hoffe, hier sind nicht nur irgendwelche kryptisch versteckten Boxen. Weil dann. Super! Da habe ich schon vermasselt, ne? Oh Mann. Wo wir da waren, welche. Irgendwelche Kisten oder so. Und bis dahin irgendwie zu schaffen oder zu sterben, ist glaube ich nicht so schlimm. Okay, da sind irgendwelche Kisten. Waren da Kisten irgendwo? Ich hoffe wirklich nicht. Irgendwie so eine Level, die war schon richtig schwer genug. Pisten it away. Boah. War blöd, da bin ich mal im Bonus-Level voll gegen mich. In so eins. Mann. Also ich bin froh, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Komme ich endlich zu Crash Bandicoot 3. Wo ich ein bisschen besser abschneiden müsste, weil ich das schon kenne. Also in- und auswendig. Crash Bandicoot 1 habe ich ja nie durchgespielt. Crash Bandicoot 2 auch nie. Aber Crash Bandicoot 3, das habe ich durchgespielt. Warte mal. Hier war nichts, ne? Ich hoffe nur mal sicher, okay. Ja, Bonus-Ding ist weg. Pff, ich einfach so auf. Ja. So. Leben, komm schon. Komm schon, noch ein Leben. Ma. Könnte es wagen. Es sind aber ganz schön viele Kisten am Ende da sein. Aber ich hoffe, in dieser einen Todesdingens ist keine. Schon ein Nitro-Ding gesehen, also ist er nicht mehr weit. Egal, hat er nicht voll gespuckt. Hm. Ah. Piss dich. Okay, genau so daneben. Ja, das sieht mir so aus, als wäre das noch ein bisschen wenig. Was? Oh. Och Mann. Was? Okay. Sag mir etwas. Ich will nicht noch durch dieses Bonus-Ding gehen. Mann! Lass mich doch mal sehen, ob ich den Kack-Ding jetzt bekomme. Ja, super. Boah. Was am letzten Gegner hier noch. Ganz halt kein Problem. Ja, und dann. Ja, Kack-Ding, ey. Du blöder Affe, komm her. Boah, der hat mich schon wieder getroffen. So, Gott sei Dank. Dann. Haben wir das auch erledigt. Fehlt nur noch ein Edelstein. Sehr schön.
Vielleicht ist das auch schon der letzte Part, keine Ahnung. Wohl, weil ich mache noch mal Cortex ganz am Ende und dann weiß gar nicht, wie das geht eigentlich. Wenn man irgendwie noch mal gegen die Bosse kämpfen kann, muss ich dann einfach wieder nach oben fliegen. Ich weiß es nicht. So, dann noch der letzte ist in Level 25. Das ist nur so ein Bonusteilchen, also da wird auch nicht so schwer sein. Also nicht so mach alle Kisten kaputt Dingen, sondern ich bin einfach nur ein Secret Ding. Das ist auch gut. 99%, sehr schön. Kein Leben dazu bekommen. Wie geht denn das? So, der letzte Edelstein in der letzten Level. Oh, das ist ein bisschen ironisch. Aber okay, den kriegen wir auch noch. So. Komm ich da so hoch? Und noch ein Pfeifel. Bomberfrüchte meine ich. Als ob ich die brauche. Das ist ja schon. Okay, ich muss auch nicht. Also nicht. Nicht verrecken. Einfach nur blauen Edelstein haben. Gut. Da oben. Okay. Ma. Komm ich wieder davor raus? Jetzt ist er wahrscheinlich weg. Das ist. Mann. Akku, bitte. So ein Gefühl werde ich brauchen. Speedrun. Ja, sehr gut. So, jetzt ist ein bisschen besser. Die sind natürlich wieder so blöd abgetimt. Das war ja. War schon klar. Vielleicht sind die Leben jetzt weg, ja. So. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Was, wie soll ich denn das machen? So, dann so weit wieder. Oh nein. Oh ja. Ach man, ey, wie das ein grünes Ding. Oh, das wird kacke, habe ich so das Gefühl. Das werde ich schon schaffen, ne? Das ist jetzt Edelstein oder komm so weit. Wir haben so Sprungpassagen, da kann ich nichts gegen machen. Kann ich irgendwo einen Checkpoint zu aktivieren? Da drin ist irgendwann ein Checkpoint. Also wenn hier wesentlich ich hier einfach so reingehen könnte, dann wäre das kein Problem, aber nein. So. Einfach lange warten noch. Oh, da geht's noch weiter. Pff, ich falle ja noch beinahe unter. Oh Gott, oh Gott. Ach nee, nicht so ein Teil. Oh, gib mir einen Akku. Oh, das ist wieder nervig. Oh Mann. Nur jedes Mal, wenn ich da frecke, wieder von vorne anfangen oder was? Oh Mann. Oh. Das ist überhaupt nicht nervig, ne?
Okay. Oh Mann, die bewegen sich so. Mann, was ist das denn? Ich mein Akku, Mann. Kann man gar nicht da durch. Ah. Oh, ist das wieder nett. Wenn man die Dinger mal, das ist genau wie Piston It Away. Wo ich hier immer alles nochmal durchrenne. Ja, wird schön. Ich werde echt nur durchmachen alles. Das war zu früh und ja. Danke. Hab ich echt, wovon er abhängt, ob man Akku bekommt oder nicht. Ja, ein paar Mal fällt ganz klar, ne? Dann mache ich das hier schon fast. Weil ich da eine Ecke mit den Lasern ist irgendwie voll kacke. Bin ich. Die hätten ruhig hier irgendwo einen Checkpoint hinpacken können. Vor allem muss ich jetzt jedes Mal hier durchfliegen. Hilfe! Also würde ich da jede Sekunde runterfallen. Ja, und dann haben wir das da. Nein, Mann! Oh. Dreck! Aber knapp! Nein, Mann! Boah, kann ich schon vergessen. Ja. Okay, wie viele bunte Edelsteine gab es? 5, ne? Ja, super. Ich würde nie leben. Vor allem, wenn immer noch so ein krankes Zeug kommt danach. Gib mir hier einen Checkpoint, verdammt. Ich brauche ihn. I need him. So, jetzt da wieder. Da kommt direkt so ein. Ja, da. Was ist das dämlich? Oh, ändert sich das Ding, ey. Oh, grün, ne, gelb. Ja, das ist gelb. Was kommt denn noch hier? Was auch, okay. Wollte schon sagen, wenn jetzt so ein Ding hier sie kommt, dass ich nicht sehen kann, wird unfair. So, jetzt, ne. Wenigstens gibt es hier Leben. Also, ob das Spiel weiß, ja, das wirst du nicht schaffen. Oh, da ist schon der rote, der war gar nicht so schwer hier. Ja, und danach. Gelbe, ne, gelbe war ich jetzt gerade, lila, ne? Oh ne. An so einem Typen habe ich auch geschafft zu sterben. Oh, lila, da war auch nicht schwer. Das ist der Exit, das ist der Exit. Yay! Yay! Bams! Was? Immer Teil mit, verdammt. Yay. Und zack, raus hier. Und da der letzte Edelstein. Ich bin so froh. Boah, er wurde immer einfacher, als ich zurückfühle. Ha, und jetzt? Und direkt das Ending oder so? Ha. Bams.
Oh, Cutscene. Du hast alle Edelsteine beisammen. Unglaublich. Die Kristalle sind nicht das einzige Mittel zum Auffangen der Energie. Die Edelsteine können das ebenfalls. Mit ihnen kann ich die Cortex Potex zerpflücken. Komm mit. Ich zeige dir meine Lasereinrichtung. Okay. Ich würde sagen, das sparen wir uns für die nächste Folge auf von Let's Play. Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ja, schon 100% geil. Yay. Na gut, das war ein Erlebnis hier, ein Spiel auf 100% zu spielen, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir gucken uns dann das, nämlich mal Secret Ending in der nächsten Folge an von Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.